Marcel, was machen wir jetzt, wenn die Heizung läuft? Trainiere. Ja, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück. In der neuen Halle haben wir den Luxus, wir haben eine Heizung. Komm, wir machen jetzt wie so MTV Cribs. Yo man, check this out, this is the heater in my house. Also das Teil kostet so viel wie ein Lamborghini. Aber da ich in den Lamborghini nicht reinpasse, habe ich mir diese wunderschöne Heizung gekauft. Nee, also ein Marcel, wie heißt das? Wärmeluft? Wärmelufttauscher? Quasi hier mit Gasbrenner. Oder pustet das warme Luft raus. Ne? Wer mich schon oder wer meine alten Videos kennt aus Baden-Baden oder sogar noch die ganz alten Videos aus diesem schwarzen Keller. Da hatte ich keine Heizung, da habe ich halt so trainiert. Und jetzt haben wir halt den Luxus. Und gleichzeitig habe ich mir noch die Knie wieder eingeschmiert. Das müssen weg, sonst haben wir hier keinen Ton. Habe ich mir noch meine Beine eingeschmiert mit dem Nicoflex. Mache ich seitdem jetzt immer drauf für die Knie, das ist sehr gut. Und wir machen heute ein paar Frontkniebeugen. Wir gucken mal, was hätte ich spekuliert, ein Zweier. Wenn nicht sogar ein Dreier mit 250 Kilo. Also wir werden heute schon wieder ein bisschen was probieren. Des Weiteren muss ich Marcel noch gestehen, es gibt ein neues Produkt von mir. Das verrate ich euch erst später. Aha. Eigentlich wollte ich euch heute ein übelst geiles Bankdrückvideo präsentieren, aber ich habe mir leider den Daumen verstaucht beim Schrägbankdrücken. Wir wissen nicht wie, Marcel war dabei, ich habe einfach gedrückt und dann einfach, es hat nicht geknallt, es hat nicht geknackt, einfach gar nichts und ich habe einfach brutale Schmerzen. Deswegen beugen wir jetzt Front, weil ich Front auch mag. So. Musik, dass man die Gelenke nicht hört. Knack. Knack. Ah, die Heizung hat wie gerufen. So, Marcel, erzähl mal den Leuten hier, du hast Neuigkeiten wegen der Tätowierung auf einer Burg? Ja. Auf die Burg, wenn alles klappt und es scheint zu klappen, kommt eine Tätowiererin. Das heißt, ihr könnt vorher einen Termin ausmachen bei der und euch auf der Burg totstechen lassen. Wird es auch spontan gehen? Ich denke ja. Es wird auch spontan oder? Termine geben. Ich meine, wenn jetzt im Vorhinein nicht so viele Leute sagen. Ich bin halt so ein Deutscher, ne? Ich denke immer, ich mache meine Termine vorher aus. Allerdings, ja, man kann es sicherlich auch spontan sich stechen lassen. Das heißt, man meldet sich bei der Dame direkt? Ja. Da gibt es aber noch Infos. Da gibt es noch Infos. Sehr schön. So, jetzt machen wir 60 Kilo. Mal 5 Stück. Also ich gehe mal gern, warum? Achtung, erstmal zur Erklärung dieser Apparatur. Ich habe ein kleines Déjà-vu, weil ich so ein Video schon mal gemacht habe, wo ich das erklärt habe. Ich beuge hier von ATX im Monolift. Könnt ihr hier sehen, ne? Das Teil schwingt. Das Gute ist, hier kann ich meine Füße setzen. Ich hebe mich da im Rack immer gerne hier vorne. Setze meine Füße. Und kann die Stange dann quasi rausheben und am Monolift schnallt es nach hinten und ich kann beugen. Hebe ich die Hantel quasi aus einem Hantelständer raus, muss ich zurücklaufen. Und viele schauen dann nach unten beim Frontbeugen und das ist nicht gut. Deswegen, ja, die Heizung spielt mir rein. Da lehnt man sich gerade nach hinten. Ist gerade wieder fallen. Sehr, sehr gut auch fürs Bankdrücken im Rack oder gerade fürs Schrägbankdrücken, dass man nicht so weit nach hinten greifen muss und es hinten aus der Führung rausholen muss. Deswegen
einfach so. Sind gut gemacht. Eigentlich recht simpel. Einfach hier oben ein Gegengewicht dran. Ohne Schnickschnack. 100 Kilo. Ansonsten, Marcel, was steht noch an? Was haben wir noch so auf dem Dienstplan? Ich muss jetzt die Villa-Karte noch fertig machen, endlich. Okay. Auf der Villa wird es geben ein Conan Wheel. Das werde ich bauen. Block Press. Lock Lift. Husafeldstone. Und irgendwas Schlimmes noch. Ich würde wieder gerne einen Hercules Hold aufbauen, aber Marcel ist immer so gegen die Equipment-Schubserei. Oder? Ja, den gibt es ja wieder auf der Burg. Ja, auf jeden Fall ein Conan Wheel, weil wir haben da echt viel Platz an der Villa und da möchten wir das Conan Wheel aufstellen. Viele haben es sich gewünscht, aber ich glaube, wenn ihr einmal das Conan Wheel gemacht habt, dann wollt ihr es nicht mehr haben. Glaubt mir. Ich habe nichts zu sagen. Für was trainierst du gerade? Was sind deine Ziele? Wovon träumst du? Oh, Marcel, das ist eine sehr tiefgründige Frage. Da ich ja weiß, Achtung, der World Strongest Viking in Norwegen wurde jetzt von Januar auf Anfang April verschoben. Also quasi keiner weiß, wann, wo es irgendwas geben wird. Deswegen, was macht das jetzt Sinn? Was soll man trainieren? Ne? Jetzt ist es wieder... Wie soll ich das sagen, Marcel? Ich bin so lost. Jahrelang von Wettkampf zu Wettkampf gesprungen, eine Führung gehabt und jetzt frei wie ein Vogel. Nee, Quatsch. Also jetzt kann ich wieder nach System trainieren. Ich kann mir quasi einen Trainingsplan aufbauen und da wieder sagen, hey, hier mache ich einen 5x5. Dann gehe ich in den 3x8 über und kann quasi wieder aufbauen. Ich habe das mal in dem Video gesagt, so die letzten 5-6 Jahre habe ich eigentlich gar nicht mehr gescheit trainiert. Da bin ich immer von Wettkampf zu Wettkampf, von Event zu Event gesprungen. Aber jetzt werde ich die Zeit nutzen, wo quasi, außer es wird in irgendeinem Land wieder gelockert, dann heißt, hey Dennis, we have a competition in Timbuktu. Willst du kommen? Dann natürlich, dann gehe ich dann dahin. Ich kenne mich ja. Aber... Jetzt heißt es vernünftig zu trainieren, auch ein bisschen Pause machen jetzt von dem Jahr. Gut, wir hatten jetzt nur auf der Burg einen Champions-League-Wettkampf. In Litauen hatte ich einen Wettkampf und in, wo war ich noch, Marcel? Litauen. Finnland, genau, in Finnland. Und deswegen heißt es jetzt ein bisschen runterfahren, anständig trainieren und wieder alles aufbauen, beziehungsweise an Fehler arbeiten, gerade jetzt auch wegen Farmers Walk und alles. Und meine Beine haben auch die letzte Zeit ein bisschen gelitten. Deswegen fange ich jetzt wieder an mit mehr Kniebeugen, dass das alles sich wieder aufbaut. Obwohl ich den 200er Lock auch letztens gedrückt habe mit den schwachen Beinen, dann will ich nicht wissen, was wird, wenn die Beine wieder on top sind. Jetzt gehen wir auf 140. Aber du hast nach meinen Zielen gefragt, gell, Marcel? Mhm. Ich habe wieder abgelenkt. Ich wäre ein guter Politiker, gell? Richtig gut. Ich muss jetzt langsam mal auf einen 400 Kilo Deadlift hinarbeiten. Das sind ein paar Baustellen, 300 Kilo Frontbeuge möchte ich mal haben, aber tief, nicht so wie der Leonidas und Hofknicks. Ne? Und das sind einfach so Überkopf, den 200er Lock haben wir jetzt gemacht. Ne? Ich wollte jetzt im Winter den 225er Stone noch machen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich weiß nicht, was die Hand hat, tut echt nicht gut. Das sind so Baustellen, Marcel. Der saugt mir hier Lebensgeschichten aus den Fingern und ich muss hier schweres Gewicht bewegen. Meinst du, sollen wir 180 machen? Ja, ja, komm. Ja.
So, jetzt haben wir 180 Kilo drauf, da nehme ich jetzt einen Gürtel und machen wir wieder drei Wiederholungen. Der Daumen ist so ein Totalschaden, ich kriege immer die Klammer auf. So, jetzt haben wir 220, jetzt wird es ein bisschen ernst. Ich bringe jetzt einen Reiniger raus. Einen eigenen Reiniger mit mir vorne drauf. Ich bringe den rein. Ja. Und ich verarsche dich jetzt nicht. Ein Reiniger. Mit dir vorne drauf. Ja, zum Putzen. Kannst du deinen Van putzen? Ich hab was gebastelt. So selber nachts ein Etikett draufgeklebt. Willst du sehen? Ja, komm, zurück, ja. Ich warte. Komm her. Ja, komm zurück, ja. Komm, stell dann da her. Ja? Guck. Oder Flasche dahinter weg, dass das ein bisschen besser wirkt, sonst bin ich wieder verwirrt. Das ist ein probiotischer Reiniger für mein Equipment. Für alle anderen schönen Sachen. Mit, sogar mit Dosierer oben in der Flasche. Marcel, das ist jetzt keine Verarsche, gell? Bist du sicher? Ja. Strong and clean, like always. Es sieht schon echt aus. Sollen einfach die Leute mal entscheiden, ob das Ding echt aussieht oder nicht. Ey, komm, ich kann mir richtig vorstellen, wie du daheim hockst. Und einfach so. Aber das ist schon richtig aufgeklebt, ne? Das ist nicht nur so Papier und mit Tesa festgemacht. Aber ich kann mir richtig vorstellen, das? Wie du daheim hockst und dir so ein Reiniger selber bastelst. Nö, das ist mein Reiniger. Schau das da, guck. Ja, Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Der probiotische Strong and Clean Equipment Reiniger ist ein Geruchsbeseitiger. Das ist wichtig. Den Text habe ich auch hinten geschrieben, aber das hat halt jemand in Schönschrift gemacht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr wirklich glaubt, dass Dennis einen Reiniger rausbringt. Und wer jetzt kommt zum Meister Propper Spruch? So ungewohnt warm hier drin, deswegen, das sieht schön, wie rot meine Birne ist. Ich trainiere eigentlich in der Kälte. Der Kopf sieht nicht wirklich rot aus. Also ich drücke schon gut auf die Lunge. Also wir probieren jetzt zwei Stück. Auf Teufel komm raus. Mit 2,50. Ja, wenn sie vorne rausfällt, fällt sie raus. Dann fällt sie hier unten auf die Safety. Ich mach die Arme mal weg hier. Ja, jetzt wird es ein bisschen ernst.
die wackelt ziemlich. Was sagt der Kübel dazu? Die wackelt brutal. Hä? Die wackelt brutal. So, 2,50 habe ich jetzt einen Einer gemacht. Da wurde es quasi ein bisschen schwarz vor Augen, ging der Vorhang zu. Was ich jetzt probiere, ist mit 180 mal einen kleinen All-Out zu machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht 8, vielleicht 10 Reps. Hoffe ich doch. Das ist Leben, Marcel. Was ich jetzt hier bemerkt habe, die Beine können noch arbeiten, aber der Latissimus quasi das Ganze aufrecht halten. Es hat sich immer mehr zusammengebogen. Deswegen Frontbeugen für, finde ich, ist für Strongman das Beste. Quasi, weil du alles vom Körper trägst. Atlas Stones, Sandbags, Cone und Wheel. Huldigt der Frontbeuge. Schreibt immer bitte in die Kommentare, was ihr so frontbeugt. Jetzt nicht im Zehner, aber so im Max vielleicht. Oder im Dreier. Die Frontbeuge zeigt dir vom Rumpf her und vom Rücken sofort Schwächen auf. Also wenn du jetzt quasi Schwierigkeiten hast, mit dem Atlas Stone aufzustehen, trainiere Frontbeugen. Ja, jetzt schnaufe ich noch ein bisschen durch. Puh. Marcel, wie waren die? Hübsch. Ein bisschen wackelig unten. Meinst du? Aber gut. Ja, ich habe beim Bein, beim rechten, quasi das Loch ist ja immer noch da. Das seht ihr hier. Siehst du es noch? Im Gegensatz zu hier. Na, das ist ja viel flacher. Und ich merke jetzt quasi, wenn ich schwer beug, dass der rechte sehr viel Tonus hat am nächsten Tag. Also der linke, der nicht operierte. Und der rechte ist so, der hat zwar auch Tonus, aber viel mehr innen und viel mehr in der Mitte. Und ich muss jetzt quasi herausfinden, dass ich wieder Tonus nach außen kriege. Weil sonst kriegt man wieder Disbalancen, man muss sich dehnen. Ulala, ulala. Aber das kann ich euch auch noch zeigen, was sehr gut ist für den Oberschenkel, wenn ihr jetzt Muskelkater habt, beziehungsweise um ihn auch ein bisschen. Ich bin ja der Meinung, es ist der rechte bei mir ist gerissen, weil ich viel zu wenig massiert habe oder massieren habe lassen. Oder ein Physios. Das ist die Rolle. Das mache ich jetzt immer. Achtung. So ein Hatero aus dem Baumarkt, ne? Einmal davor knien, linke Knie raus, dann gehe ich hier drüber, ziehe das linke Knie ein bisschen vor und dann kann ich quasi hier richtig schön über den Oberschenkel rollen und genau an den Punkten arbeiten, wo ich jetzt ein Schmerzempfinden habe. Oder wo es extrem zieht. Und das habe ich vorhin gemerkt, dass das linke Bein viel, viel, viel mehr schmerzt. Also arbeite ich jetzt hier bei den Beugen primär mit der linken Seite. Die linke Seite, was zuvor eigentlich meine schwache Seite war, habe ich das Gefühl, dass die linke Seite meine starke wird. Und wenn sich die Beine jetzt in der Mitte treffen, das rechte hat ein bisschen abgebaut, das linke baut jetzt auf und ich treffe sie in der Mitte und baue sie gleichzeitig auf, dann
Ich glaube, das ist auch, warum ich den Lok gestoßen habe mit 200. Weil er so gut geflogen ist, weil das linke Bein nachzieht. Weil es nachziehen muss. Weil das rechte quasi verletzt war. Und ich merke das auch. Das könnt ihr mal zu Hause bei euch probieren. Mit welchem Bein tretet ihr zuerst auf die Treppe? Es ist nicht immer links und dann ist es mal rechts. Nein, ihr habt ein primäres Bein und früher war das bei mir immer rechts. Dann hatte ich die OP und jetzt ist es links, wo ich drauf trete. Deswegen mal gucken. Aber wenn ihr mal Bock habt auf so ein Video, wo ich ein bisschen Mobility mache und ein bisschen Faszientraining, schreibt es einfach in die Kommentare. Der dicke Rolls jetzt noch ein bisschen auf dem Boden. Dann verabschiede ich mich für dieses Mal. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr so ein Faszien-Mobilitätstraining haben wollt und was ihr so in der Frontkniebeuge maximal beugt. Das würde mich sehr freuen. Dann verabschiede ich mich für dieses Mal. Dankeschön für alles. Euer Dennis. Tschüssle und Abfahrt.